Hallo YouTube, herzlich willkommen liebe Zuschauer bei Rock Power TV. Ja, das ist meine erste Map-Vorstellung für den NS15 und ich habe mir die Map rausgesucht, Westbridge Hills, das ist die Standard-Map von Giants. Gut, jeder kennt die Map eigentlich schon, aber für mich, weil es die erste Map-Vorstellung ist zum Üben, reicht die vollkommen aus. Weil ich die schon in- und auswendig kenne, weiß ich auch sofort, wo ich hin muss. Okay, starten wir. So, das ist unser Hof, unser Wohnhaus, unsere Garage und voilà. Das ist der erste Trecker, ein Deutz, das ist Standard-Equipment mit Gewicht und einer Ege oder Gruppe, wie man heute sagt. Der zweite mit einer Sämaschine, dann ein Hürlimann mit einem Einachser. Dann haben wir einen Mähdrescher, der ist ja hinten auf dem Feld. Wo wir mal schnell hineilen. Das Feld ist schon angesetzt mit Weizen. Wie gesagt, das ist der kleinste Drescher als Standarddrescher. Ich verkaufe ihn meistens immer klein, hole mir dann einen gescheiten Drescher oder ich verkaufe allgemein das Startequipment und ja, versuche mir dann bessere Geräte zu holen. So. Das ist noch ein kleiner Hürlimann. Ja, auch ganz nett. Mit dem pesen wir es ein bisschen rum. Das ist der Schafweide, wie gesagt. Hier ist der Palettenkollektor für die Schafwolle. Dann fahren wir zum Güterbahnhof, wo man dann Getreidesorten und Erdfrüchte verkaufen kann. Ja, das wäre hier. Da ist der Trigger. Einzige, was ich jetzt nicht weiß, nee, das kann man hier glaube ich nicht, ob man hier einen Zug rückschicken kann. Nee, das ist die Mühle. Das ist gar nicht der Güterbahnhof. Oh Gott, Entschuldigung, das ist die Mühle. Ja, egal, weiter geht's. Wie gesagt, viel ist auf dieser Map nicht, die ist eigentlich schnell beschrieben. Die Bäume an der Seite ist immer das, was mir als erstes gestört hat, die habe ich immer weggefällt, nervt, weil meistens ein Traktor mit einer dementsprechend großen Sämaschine Schwierigkeiten hat zu wenden oder auch der Mähdrescher, wenn man von New Holland den großen hat. Wie gesagt, Westbridge Hills ist eine amerikanische Map. Die wurde auch schon viel umgeändert. Was ich manchmal sehr, sehr gut finde, weil die Standard-Maps sind halt langweilig am Anfang. Weil man kann wirklich nur anpflanzen, ernten, verkaufen, einlagern noch. Oder bei der Tierzucht dann eben die Tiere versorgen. Tiere großziehen und das war es dann aber auch wieder. Milch noch und so, auf dem Milchhof verkaufen, ja, viel kann man da nicht machen. Da sind Gott sei Dank heutzutage schon bessere Maps rausgekommen. So, hier ist unser Händler, wo man die Maschinen verkaufen, die Maschinen kaufen kann. Brauchen wir nicht groß angucken. Händler hat jeder. Dann geht es hier runter eben zum Güterbahnhof, zu einer kleinen Ortschaft, wo man eigentlich auch nicht viel machen kann. Aber kurz den Güterbahnhof angucken und rum. Ja, LS15 ist für mich ein wahnsinnig tolles Spiel. Ich habe ja schon eine Spielevorstellung gemacht vom LS15. Also das ist für mich ein Simulationsspiel des Jahrzehnts. Das ist nur genial. So, hier ist der Trigger, um das Getreide abzuladen.
hier eigentlich den Zug wegschicke. Ja, ein bisschen schön, ich habe sowas noch nie gemacht, weil das ist für mich langweilig. Aber hier... war ja gut, das soll ich wohl. Na egal. Ein anderen Traktor, das ist der kleine Führer. Und hier sind wir im Kuhstall. Hier kann man die Milchkühe versorgen. Hier ist dann der Misthaufen und noch ein kleines Fahrsilo. Hier wird das Stroh eingefüllt, dass die Kühe auch bequem haben, was dann auch wieder Mist gibt mit dem Mischfutter. Da ist das große Güllebecken und da vorne ist die Milli, wo man da auch mal Milch abholen kann, wie auch immer, ich habe keine Ahnung, habe ich noch nie ausprobiert. Ja, und hier ist der kleine Brunnen, wo man Wasser herkriegt. Da ist man mal quer über den Acker. Die Felder sind eigentlich ziemlich groß, sehr groß zum Beispiel. Aber ich mache es anders da. Hier bei den Ländern niemand. Wie gesagt, das ist unser Hof. Hier ist das Silo für die Getreidearten, wie Gerste, Weizen, Raps und Mais. Einfüllen, abladen und hier entnehmen. Hier ist der Name drüber. Hier drüben ist Kartoffeln und Zuckerrüben und hier Hackschnitzel, wo man leider Gottes in dieser Version mit Frontlager nehmen muss. Das nervt mich ein bisschen, deswegen bin ich froh, dass es Mods gibt wie Fräse, Silagefräse oder beziehungsweise Förderband. Dann ist hier die ganzen Düngerarten, wo man die Dünger befüllen kann. Hier ist unser Hühnerstall, wo die Hühner Eier legen, die man dann einsammeln kann. Und hier ist... Hoppala. Ja, super. Toll. Der Heuboden, wo man Heu und Stroh verkaufen kann. Gras weiß ich jetzt nicht. Müsste ich mich nicht festlegen. Da fahren wir den wieder weiter. Dann gibt es noch ein... zwei Sägewerke. Ne, also auf dieser Map nein, Entschuldigung. Also auf dieser Map kein Säge. Da gibt es auch nicht das Sägewerk, wo man die Baumstämme in den Fluss schmeißen kann und dann eben blub verkaufen kann dadurch. Ja. Hier oben ist das Milchwerk. Da habe ich auch noch nie Milch verkauft. Weil diese Map, wie gesagt, die sind so langweilig. Normal kann man hier wirklich nur ernten und ansehen und verkaufen, wie auch immer. Und das war's dann eigentlich. Ich sage ja voll blöde. Ich bin auch so ein Fan, muss ich offen zugeben, eher eigentlich mehr was ernten will und das wieder zur Weiterverarbeitung schicken will. Wie zum Beispiel, was es heute auch viele Maps gibt, eine Brauerei, eine Bäckerei, eine Kartoffelwaschanlage und. Ich bin da sogar schon ein Kohlebergwerk, das ich voll genial super finde. Das ist also wirklich Hammer. Das soll ein kleines Autokino sein. Ja gut, das braucht. Ich glaube, der hat auch Verkaufsbücher. Weiß aber nicht hundertprozentig. Naja, egal, er hat doch immer eine Schranke. Wie gesagt, bin mehr der Economy Times Fan
und dann lieber weiterverarbeiten will, das Ganze mit dem so, sind wir auch gleich durch, es gibt noch zwei Stellen. Wo man da was verkaufen kann, das ist einmal der Diners, dann noch die Schafswolle, da gucken wir noch mal hin. Hier ist der Diners, hier kann man auch Getreide oder irgendwas verkaufen. Hier ist ein Campingplatz, da kann man gar nichts machen, da kann man eben diesen Bart nähen. Das ist dann immer interessant, wenn manche die Karte umbauen, wenn sie dann beim Campingplatz zum Beispiel noch so eine kleine Imbissbude hinbauen, wo man dann was verkaufen kann, Kartoffeln, Pommes oder so, das ist dann wieder ein bisschen sinnvoll. Und da finde ich halt LS15 richtig klasse, dass durch die ganzen Mod-Geschichten man so viel machen kann, also Wahnsinn, ich finde das voll genial, voll super. So, nehmen wir ein bisschen fangen, sind wir da. Ich bin gerade der schnellste Trecker, den ich eigentlich auch nehmen können, aber habe ich jetzt nicht dran gedacht. Und hier ist das Sägewerk, da kann man wie gesagt auch nur Baumstämme verkaufen. Hier auf dem Trigger, das war's, Sänger. Langweilig. Ich bin froh, dass es das Sägewerk von Maru gibt, wo man dann zugucken kann, wie die Bäume geschnitten werden in Brettern, auch wieder die Bretter verkaufen. Hier ist das Kraftheizwerk, wo man dann Hackschnitzel anliefern und verkaufen kann. Hier ist noch ein Restaurant, da kann man auch Getreidearten verkaufen. Da ist gleich wieder ein Bankautomat, wo man auch Geld, die Finanzen überprüfen kann. Und hier noch eine kleine Ortschaft. Da drüben sieht man die große BGA, da kann man auch mal schnell vorbeigucken. Und dem sind nichts besonders, ist halt die Silage machen geeignet, sprich Mais oder Gras ernten, herbringen, einfüllen, abdecken, gären lassen und da wieder mit dem Frontlader einfüllen. Also ich finde diese Trigger, diese Behälter hier wirklich auch kacke. Ich bin froh, dass es, wenn es manchmal Maps gibt, wo in einer BGA diese Trigger im Boden verbaut sind. Das ist richtig genial. Mit dem Hänger rüber ranfahren, abkippen, fertig. So. Ich habe eine Menge Unterstellmöglichkeiten, eine große Halle für die Fahrzeuge, was sich da hinten befindet, da sieht man es noch ein bisschen im Hintergrund, ist ganz recht, ganz schön. Ich finde diese Unterstände, wo auf manchen Maps verbaut sind, wo man durchfahren kann, viel, viel, viel besser, weil das ist auch noch gerade für LKWs gedacht und so. Vorbei, dann nochmal da Berg hoch. Das ist ein Berg, wenn man da einen vollen Hänger hat und gerade nicht gerade einen starken Traktor, da hat man ganz schön zu rauchen. Das
bin ich einmal hochgefahren mit zwei Hängern, weil ich eine Abkürzung nehmen wollte. Au, wow, wow. Ich glaube, ich bin da mit 5 Stunden Kilometer hochgeguckt. Das war nicht so toll. So, jetzt gibt es schon mehr Speed. Ich spiele übrigens die ganzen Spiele mit Joypad, den Speedlink. Da habe ich mir zwar mal für PlayStation 2 Spiele gekauft, um die am PC zu zocken. Das hat aber nie funktioniert, das ging nicht. Das habe ich in zur LS15 angeschlossen, da funktioniert er. So, hier ist der Trigger für die Schafwolle. Und hier hinten ist nochmal ein Trigger. Ich habe auch eine Art Restaurant für Weizen, Erdfrüchte etc. So, dann gibt es noch ein Lagerding, das habe ich vergessen. Das ist ziemlich weit unten. Da kann man auch Getreide verkaufen. Das ist irgendwie wie so ein Stadt-Silo oder irgendwie. Da fahren wir noch schnell hin, dann ist die Lett nämlich auch schon durch. Landschaftlich ist sie wirklich schön, kann man nicht sagen. Aber wie gesagt, man kann mehr draus machen. Und gut, ich weiß nicht, warum das die Hersteller anscheinend hergehen und einfach nur so Standardsachen machen. Ich kann nur hoffen, dass es bei NS17 anders wird, weil ich denke mal, Giants bekommt ja auch mit, dass es da Modder gibt, die einen geilen Mod nach dem anderen raushauen, nicht nur Fahrzeuge, sondern auch gebäudetechnisch. Und ich kann wirklich nur hoffen, dass wir auch ein bisschen sich daran orientieren und hier und da mal ein Gebäude mit draufstellen. Was ja neu sein wird auf LS17 ist, dass man sogar einen Zug fahren kann. Bin ich zweigeteilt. Finde ich auf der anderen Seite richtig interessant, richtig super. Aber auf der anderen Seite kann es auch schnell langweilig werden, weil du ja wirklich nur von A nach B fahren kannst und das war's dann. Sprich, du hast zwei Ortschaften, lädst bei dem einen der Ortschaft Weizen in die Waggons ein, fährst du zu anderen Ortschaften, verkaufst du da wieder. Eigentlich nur ein Hin und Her. Aber lassen wir uns überraschen, ist bestimmt interessant, ist halt ein kleines Feature. Mal gucken. Ansonsten weiß ich jetzt nicht gerade, was ich von den Neuerungen halten soll bei LS17, warten wir es einfach mal ab, weil ich kann mir nicht so viel Tolles vorstellen, zum Beispiel Reifendruck, wenn man am Traktor den Reifendruck sieht auf dem entsprechenden Gelände, wo er fährt, das finde ich zum Beispiel Quatsch, das finde ich Humbug. Da muss ich sagen, gibt es andere Features, die viel interessanter sind, die man als Standard einbauen kann. So, hier haben wir noch eine Ablagestelle für Getreide. Das ist, glaube ich, auch die bestbezahlteste manchmal eine Zeit lang. Da fahre ich immer mit ganzen Sattelzügen hin. Hier. Und dann gibt es da vorne noch den Gartensender, wo man die Baumschützlinge kaufen kann zum Aufwachsen. Obwohl es hier bei Watch to Chill eigentlich keinen richtigen Wald gibt. Da bin ich schon hergegangen und habe halt irgendeinen Acker geschnappt und habe den aufgeforstet. Das muss ich so anders machen. So, hier ist hier die Wiese kaufen. Hier ist der Gartenshop, wo man dann eben die Schützlinge kaufen kann. Der ist ja nicht. Und hier kann man wieder Saatgut und Dünger kaufen. Und das war's. Und wir sind durch in der Map. Mehr gibt es da nicht. Ein kleines Baseballstadion oder Feld. Und das war's. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen, meine erste Map-Vorstellung. Ich habe zwar jetzt noch vorgehabt, euch den Shop zu zeigen mit den Standardfahrzeugen, aber das werden wir alle kennen. Da brauchen wir nicht extra zu zeigen. Doch, machen wir noch schnell. Wie gesagt, die Traktoren, Hördemann, Deutz, Führer, New Holland, Ursus, Lindner, Steyr, Same und Case, Lamborghini. Und das war's.
Bei LKWs gibt es nur den NAN, hat man die Sosnovka, also die Add-on mit drauf, gibt es noch einen Lapp. Ost-LKW, weiß nicht wie der heißt. Dann haben wir hier die Drescher. Das ist wie gesagt der allerbilligste, der kleinste, den man als Standarddrescher immer hat. Dann den New Holland, den Case. Case finde ich richtig schön, sehr gut. Leider was mir nicht gefällt, egal ob bei Case oder bei New Holland, ist dieses Kettengedöns da vorne statt einen richtigen Reifen. Wer drauf steht, ist genauso wie die berühmte Bergziege, die viele, viele verwenden. Ich bin kein Fan von solchen Traktoren, die wie ein Panzer aussehen oder wie ein Panzer fahren. Mag ich nicht, absolut nicht. Dann haben wir hier noch eine Krone zum Maishäckseln, zum Grashäckseln. Dann hier Kartoffelerntemaschine, Flüge, gibt es auch ein paar. Habe ich bis jetzt selten benutzt. Dann einen Dolly. Dann die Hänger, das ist ganz normal ein Einachser. Ein Drehschemel, Zweiachser. Und sogar als Sattelzüge, also sprich Auflieger für LKWs mit der Krampe. Dann Rübenernte, Gruber gibt es auch ein paar. Nehmen wir den da, den Horsch. Deine Sämaschinen gibt es ja eine Menge. Und die Sämaschine meine ich, das ist die größte Sämaschine, die Horsch. Und wenn man da ein Feld hat mit Bäumen, oh Gott, Nacht, der bleibt immer hängen, immer hängen. Und das ist bei mir schon ein Regelfall. Gucke ich eine Map an, gucke ich mir die Felder an, Felder, die mir wichtig sind, wo ich weiß, die werde ich auf jeden Fall bearbeiten, und fällt erstmal gnadenlos die Bäume weg. Dann haben wir hier die Düngerstreuer, einen zum Anhängen von Traktoren, einen zum als Anhänger. Dann Spritzen, gibt es auch nur noch zwei. Beim LS 13 gab es damit noch einen Selbstfahrer, den ich sehr gut fand. Da leider nicht mehr. Dann haben wir hier die Zetter, wo quasi Gras wenden, dass es zu Heu wird, dass es trocknet. Wir haben früher im Badischen gesagt, der Wendmaschine. Dann gibt es hier eben die Mähwerke, ist eigentlich soweit besonders die Kuhnteile sehr gut, sehr okay. Dann Güllefässer, da gibt es auch mehrere. Ich mag dann mehr so diese Kotte oder Fliegel, die großen, wo dann ein LKW vorne dran, Helfer und gib ihm Saures. Mischstreuer habe ich noch nie benutzt. Dann ein Schwader, das ist der größte, mein Lieblingsschwader, den nehme ich gerne, der dann eben aus drei Reihen eine macht. Dann eben die Ladewagen, auch ganz nett, gibt aber als Mods noch bessere, aber als Standard sind die okay. Ballentechnik haben wir hier auch, für Quadratballen, für Rundballen. Dann der Fliegel GPW 180, da kostet kein Autoload, schade. Dann eben die Autostack und zum Wickeln noch, aber ist auch nicht so mein Ding. Dann haben wir noch die Futtertechnik. Da gibt es drei verschiedene, wo ich aber auch nie verwende. Wenn, dann nehme ich immer eine Mischstation, ist besser. Ja, Kettensägen haben wir auch drei Stück. Dann hier sind die Forschgeräte, eigentlich auch ganz nett, die Fräse, der Auflieger, aber ich bin auch mehr begeistert von den Aufliegern mit Autoload. Dann die Aufwaschmaschine und die Teile, ja, die finde ich sinnlos und blöd, aber sind halt dabei. Dann haben wir hier noch Gewichte, drei verschiedene, und Überladewagen, das ist sehr interessant, habe ich schon viel benutzt, gibt aber auch bessere, ein Auto, ja. Dann haben wir hier den Radlader mit den verschiedenen Aufsätzen. Ich mag leider keine Radlader oder auch Traktoren mit Knickgelenk, bin ich gar kein Fan davon. Dann Teleskoplader, finde ich ganz in Ordnung. Gibt es aber auch besser. Dann haben wir hier auch noch diverses, ein Tieflader. Der Tieflader ist recht und schön, finde ich halt nur auch eins schade, dass der kein automatisches Festhalten der Geräte hat. Also sprich eine scharfe Kurve, einen blöden Berg, und egal was man drauf hat, ob Mähdrescher, Traktor, es rutscht runter. Dann haben wir hier einen Wassertank und einen Treibstofftank. Dann haben wir hier noch die platzierbaren Objekte wie Kercher zum Fahrzeuge waschen, ein Bienenhaus, Treibhaus, Tomaten, Treiber, Salat, Solaranlage, Windkraftanlage und dann die verschiedenen Bäume, wo man so direkt pflanzen kann. Die sind recht ordentlich, die sind recht cool. Aber jetzt zu diesen
Treibhäusern, da muss ich sagen, gibt es Mods von Rosenthaler. Da kann man auch verschiedene Gemüse und Obstpflanzen und ernten, aber auch dann wenigstens verkaufen. Nicht so wie diese Treibhäuser. Man kann da nur pflanzen, düngen, bewässern und es bringt halt pro Tag Geld. Finde ich langweilig. Dann haben wir hier die Standard Kuh, Schaf, Huhn. Da gibt es dank Mods auch schon bessere, wie zum Beispiel Gänse noch, Masthuhn, Mastgans, Kälber, Schweine. Jetzt bei L17 sind die Schweine sogar richtig animiert, das ist richtig was Tolles. Da freue ich mich schon drauf. Bei L15 sind die Schweine halt immer nur so, steht, bewegt sich nicht, sind halt Schweine. Gut, das war's. Machen wir nochmal einen Rundumblick. Wie gesagt, das war meine erste Map-Vorstellung, die Westbridge Hill, Standard-Map von Giants. Ich verabschiede mich von euch und ihr wisst ja, hat es euch gefallen, lasst einen Daumen da. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.